Willkommen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Auf dieser Strecke gab es im letzten Vierteljahrhundert eine Menge spektakulärer Rennen. Die Frage lautet nun, welcher der jungen Fahrer wird als nächstes ein neues Kapitel in dieser glanzvollen Geschichte schreiben? Die 4,65 Kilometer des Circuit de Catalunya de Barcelona warten mit 7 Links- und 9 Rechtskurven auf. Die wohl beste Gelegenheit für Überholmanöver bietet sich den Fahrern nach der Hauptgeraden, wenn es in die erste Kurve geht. Diese Gerade ist dieses Wochenende auch als eine von zwei DRS-Zonen festgelegt. Hier ist Alex Jack, Ihr Kommentator. Und bei mir ist auch heute wieder der GP2-Champion von 2012, Davide Valsecchi. Wir sind heute im sehr beliebten Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona, Spanien. Davide, ich nehme an, dass du diese Strecke unzählige Male gefahren bist. Hast du Tipps für die Fahrer da draußen? Das stimmt. Diese Strecke ist seit Jahren Bestandteil von Formel 1 und Formel 2. Ich wäre nicht überrascht, wenn du sie auch schon mal gefahren wärst, Alex. Mein Rat an die Teams ist, dass sie ihre Reifen strategisch einsetzen. Die Strecke ist sehr uneben und verlangt dem Fahrer und den Reifen physisch viel ab. Zurückhaltung auf dem Großteil der Strecke und voller Einsatz auf der langen Geraden, die in die erste Kurve führt, ist wahrscheinlich die beste Chance zum Überholen und ist definitiv der Schlüssel dazu, den Sieg nach Hause zu fahren. Sehen wir uns die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer fantastischen Leistung gestern startet Mick Schumacher von der Pole Position. Und Ritter macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Tsunoda, Drugovic, Daniel Ticktum und Sato, Armstrong, Zhou, Samaya, Luca Giotto, Daruvela, Aitken, Pedro Biquet und Alesi, Eilert, Lundgaard, Gelael und Nobuharu Matsushita, Mazepin, Nissany, Deletra und Artem Makolov komplettiert die Startaufstellung. Das Ampelspiel beginnt gleich und es wird Zeit, zur Strecke zu schalten. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish.
Was für eine fantastische Leistung von Prema. Ganz ohne Zweifel. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Obwohl alle Formel-2-Boliden über dieselbe Technik verfügen, sah der Sieger einfach besser aus da draußen. Es muss wohl eine Kombination aus einem schnelleren Erreichen der Betriebstemperatur der Reifen und eine an die Streckenbedingungen angepasste Fahrweise gewesen sein. Es sah so einfach aus da draußen. Während wir auf ein aufregendes Rennen zurückblicken, begeben sich die Fahrer gerade auf das Podest. Und es ist mittlerweile ein vertrauter Anblick, denn es ist ein weiterer Sieg für Prema in der Formel 2. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Ritter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecchi, wer dein Fahrer des Tages war. Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Prema-Pilot. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Prema hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. In der Zwischenzeit konnte Art ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der Meisterschaft verbessern. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Wir kehren zurück nach dem gestrigen Hauptrennen zum letzten Event des Wochenendes, dem Sprintrennen. Unten auf der Strecke machen sich die Fahrer in den letzten Minuten für das Rennen bereit. Gleich werden wir einen dramatischen Start erleben. Wir warten auf den Start eines weiteren heiß ersehnten Formel-2-Rennens. Und ich erhalte erneut Verstärkung von Davide Valsecchi. Davide, kannst du als ehemaliger GP2-Champion uns einen Einblick geben, was in den Köpfen dieser jungen Fahrer unten auf dem Grid vor sich geht? Hallo Alex, freut mich hier zu sein. Das ist eine nervenaufreibende Phase, daran besteht kein Zweifel. Mentale Stärke ist unverzichtbar, um beim bevorstehenden Rennen ruhig und fokussiert zu bleiben. Die Formel 2 besticht durch einen harten Konkurrenzkampf und alle Fahrer wissen, dass sich hier niemand etwas schenken wird. Die Nerven zu behalten, ist die halbe Miete, aber daran muss man sich in dieser Umgebung erst gewöhnen.
Ein großartiger Sieg heute für das Team von Art. Und, Davide Valsecchi, was meinst du? Wie ist dieses Resultat zustande gekommen? Ich denke, das Rennen wurde durch das Reifenmanagement gewonnen. Es geht nicht nur darum, so schnell wie möglich zu fahren, sondern um Beständigkeit. Die Geschwindigkeit muss über die gesamte Renndistanz aufrechterhalten werden. Also gute Rundenzeiten bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Reifen waren der Grund für den heutigen Triumph. Ein großartiges Rennen heute und ein wohlverdienter Sieg noch dazu. Das Team hat sehr hart gearbeitet, um genau das für sie richtige Setup des F2-Boliden zu erhalten. Und das Resultat spricht für sich. Art GP, die heutigen Sieger. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Dritter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Prima-Pilot. Er hat einfach nicht aufgegeben und eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war eine Freude, ihm zuzusehen. Und weiter zu den anderen Teams. Prima hat seine Führung in der Meisterschaft ausgebaut. In der Zwischenzeit klettert Carlin mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Das ist das Ende des heutigen Rennens. Danke, dass Sie mit dabei waren. Hoffentlich hat es Ihnen auch so gut gefallen wie uns. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Davide und ich verabschieden uns. Machen Sie es gut.